Jo, weiter geht es mit einer neuen extrem intellektuellen Folge Homefront. Nicht wahr? Die Dame da drüben, das ist eine Tür, die kann man zumachen, wenn man will. Wirklich langweilig. Jeder saß früher in irgendeinem Büro. Absolut jeder. Moment mal. Moment mal. Schlitzaugen? Oder 10. Schlitzaugen und Alkoholprobleme? Leute! Leute! Du hast ein Problem mit mir? Leute! Wie schade. Das sind Spionen. Das sind Spionen. Ja, genau! Bürger! Ein Spion. Wir müssen sie töten. Ja. Freiheit! Nieder mit dem Spion! Nieder mit dem Spion! Ich habe keine andere Wahl, die muss weg. Schaut mal, da stand nicht mal Zivilist getötet. Oder Freund getötet. Das war ein Spion. Tja, aber nicht mit mir, Kimmy. Ich durchschaue sowas direkt. Ich bin total informiert über solche Dinge. Was ist denn hier los? Krieg? Oh, fuck. Habe ich irgendwas, um das Ding hier unten in die Luft zu jagen? Besitze ich irgendwas? Nein, aber wir können ja bauen. So. Zack. Boom. Und noch eins hinterher. Und schon haben wir gewonnen. Der Widerstand lebt. Und ich bin der Anführer. Okay. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich meine, ich habe heute schon einiges geleistet. Ein Spion überführt. Einen Wagen in die Luft gejagt. Und den Menschen mal wieder Hoffnung gegeben. Wo rennt denn der rum? Der müsste doch genau hier bei mir sein. Boah, die Menschen sind echt wütend. Bis auf den alten Mann hier drüben. Der ist nicht wütend, der hat sich in die Hose gekackt. Aber sonst sind die Menschen echt wütend. Steck das weg, du gottverdammter Schwachkopf. Die Typen bringen dich sonst um. Ah, Quatsch. Ich bin Tom Brady. Niemand kann Tom Brady irgendwas anhaben. Ich hoffe, du stirbst einen langsamen und qualvollen Tod. Ey, was ist denn mit dir los? Schau mal dein Gesicht an. Herr, strecke mein Gegenüber nieder. Fuck you. Ja. Sie hat mich provoziert. Also die hat mich diesmal sogar wirklich provoziert. Das kann man nicht mehr schönreden. Okay, es geht los. Irgendwas geht hier los. Lass mich hier in Deckung gehen. So. Bist du offen? Ich weiß nicht. Ah, der da oben ist gepanzert. Oh shit, ich habe keine Medikits. Die Dinger müsste man bauen können. Oh nein, hinter uns. Sorry. Oh shit. Ist er tot? Ich bin auch fast tot. Obdachloser. Ich habe so wenig Lebensenergie. Wir müssen den hier wegholen. Oh fuck! Dass ich noch am Leben bin und ich bin tot. Gut, Medikits. Ich hatte Wertsachen dabei. Ach ja, stimmt ja, wir haben die Spinte. Hatte schon zwei getötet. Geplündert, zwei getötet. Jetzt oder nie. Weißt du, wie viele ich getötet habe? Unschuldige. Die Leute hassen echt Autos, kann das sein? Ihr habt einen richtigen Hass gegen Autos. Vergiss die Schuld. Wir müssen. Okay, hier wollen wir rein. Alle Anstifter werden ausnahmslos verhaftet. Kehren Sie nach Hause aus unserem Land, wenn Sie nicht verhaftet werden wollen. Wie komme ich hier rein? Was dagegen werfen?
Habe ich noch einen? Ich sehe, was geht los. Wir müssen es tun. Na los! Friedenswächter werden Scheiß jeden verhaften, der beim Beschädigen öffentlich. Hat irgendwie nicht funktioniert. Sie wurden gewarnt. Wisst ihr was? Ich mach die nächste Mission. Bürger von Philadelphia. Die nächste richtige Mission. Sie sofort das gesellschaftsfeindliche Verhalten und kehren Sie in Ihre Häuser zurück. So, mein Frust, den werde ich noch los. Und jetzt die Mission. Warte, hier muss ich noch hin, ganz, ganz wichtig. Eine kleine Beschneidung hier drüben. Ah, Vorsicht, Armbrustmann. Dies ist eine Nachricht an alle amerikanischen Bürger. Kehren Sie sofort nach Hause. Okay, hier kommen wir rein. Oder Sie werden verhaftet. Die Polizeistation. Lass mich hier rüberflitzen. Sneaky, sneaky. Achtung, Bürger. Das Anfachen von Protesten Hui. Ist ein Kapitalverbrechen. Anstifter werden identifiziert und verhaftet. Vorsicht. Denn wir wissen, die Gegner hier sind ziemlich extrem. Die sind zwar doof, aber machen trotzdem ganz schön Schaden. Oh nein, der ist gepanzert. Dreck. Lass mich hier hin. Okay, der war nicht gepanzert. Bürger von Philadelphia, bitte gehen Sie auseinander und kehren Sie friedlich in Ihre Häuser zurück. Verdammt, verdammt, verdammt. No, er hat mich gesehen. Er ist tot. Der nächste bitte. Nicht du. Nicht du. Mit der nächste bitte meinte ich einen, der ohne Panzerung ist. Oh, keine Munition. Nice. Oh, puh. Okay, der Kunde ist ziemlich derbe unterwegs. Aber am Ende gewinnen wir. Achtung, Bürger. Unterlassen Sie sofort jegliche illegalen Aktivitäten und kehren Sie den Knopf. Komm schon, komm schon, komm schon. Munition, sehr gut. Kleingeld. Wo ist der nächste? Friedenswächter werden jeden verhaften, der beim Beschädigen öffentlichen Eigentums gesehen wird. Sie wurden gewarnt. Looten. Wir müssen looten. Irgendjemand war schneller und hat schon alles weggelootet. Wow, 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 wow. Da kommen noch mehr. Ich brauche unbedingt sowas wie eine Panzerung. Ich halte so verdammt wenig aus. Ich bin total anfällig. Für alles. Und traurigerweise muss ich sagen, die Standardpistole, die ist bis jetzt echt die geilste Waffe. Und die Armbrust, natürlich. Die Armbrust ist auch mega nice. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier rennt noch einer rum und ich habe kein Medikit. Jeder Bürger, der öffentliches Eigentum bestätigt, wird vor Ort verhaftet. Alter, wo willst du hin? Scheiße, Mann! Oh, ich bin so gut wie tot. Medikit! Vorsicht. Ey, sind das viele. Fuck, sind das viele. Scheiße, sind das viele. Gib mir mal den hier. Kommt mal hier hin zu mir. Ich will hier meine Deckung behalten. Was machen die jetzt? Armbrust. Dazu die passende Musik. Moment, sind die über mir? Kann jemand Koreanisch? Sind die unter mir? Kommt die gleich die Treppe hoch? Und ich bin tot?
Hier ist niemand, da hinten habe ich einen gesehen. Achtung Bürger, gesellschaftsfeindliches Machen wird nicht toleriert. Kehren Sie nach Hause zurück. Er hat eine Granate geschmissen. Einfach so, eine Warngranate. Hey, ich werfe eine Warngranate. Vielleicht treffe ich ja jemanden. Was ist denn bei dem kaputt? Gesellschaftsfeindliches Verhalten in dieser Zone führte zu Anti-Feindschaftsmaßnahmen der Stufe 1. Anti-Feindschaftsmaßnahmen der Stufe 1. Bleib sofort stehen. Gott sei Dank habe ich den gesehen. Fuck, ich habe so wenig Lebensenergie. Und es sind so viele. Und einer von denen ist gepanzert. Ich gehe hier hin. Ist das ein Medikit? Nein, das ist Munition. Okay, kann ich auch brauchen. Jetzt bin ich tot. Oh, ich lebe noch. No, 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 no. Oh, Gott sei Dank, ich lebe noch. Oh, da kommt noch einer. Irgendeiner macht hier den Korea-Tanga. Die stapeln sich. Gesellschaftsfeindliches Verhalten wird nicht süß. Kehren Sie nach Hause zurück. Fuck, da kommt ja noch einer. Wie viele denn noch? Ich muss da unten hin. Medikit, gib mir noch ein Medikit. Wo ist der Letzte? Nein, 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 nein. Deckung. Schießen. Ey, spawnen die da unten neu? Jeder, der öffentliches Eigentum verunstaltet, wird verhaftet. Melden Sie jegliche kriminellen Aktivitäten den nächsten Krieg. Da kommt die Treppe hoch. Okay, wir gehen wieder hier hin, in die Ecke, die war gut. Alles klar, jetzt! So, kann ich jetzt bitte nach unten? Ich brauche einen guten Moment. Jetzt, renn! Nein! Boah, der Ruckler auch noch. Ich hatte auch noch so einen fiesen koreanischen Nazi-Ruckler. Achtung, hinter mir, hinter mir! Achtung, räumen Sie die Straßen. Achtung! Ich muss hier rein! Okay, eine Explosion. Ich brauche eine Explosion. Dazu muss ich was bauen. So, habe ich jetzt hier ganz kurz Ruhe. Jetzt oder nie. Komm schon, Baby. Das funktioniert. Irgendwas da hinten explodiert, deswegen ein bisschen Abstand. $5. Warnung. Und rein mit uns. Zivile Störungen werden nicht toleriert. Warnung. Zivile Störungen werden nicht. Alter. Ich bin endlich drin. Totales Bollwerk. Was haben die hier getrieben? Himmel Brady. Sie haben alle getötet. Diese armen Bastarde. Das haben sie nicht verdient. Sie waren gute Leute. Und die Informationen über Walker sind auch verloren. Warum sollten sie so etwas machen? Wussten sie, dass wir kommen würden? Scheiße, was für ein Chaos. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür, Brady. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Wenigstens haben wir jetzt Erlston auf unserer Seite. Du solltest dich auf den Weg zur U-Bahn machen. Parrish will dich sehen. Hoffentlich weiß er, was als nächstes zu tun ist. Großer Gott. Das waren gute Männer. Und alle waren schwarz. Ich hab's immer gewusst. Brady, Penis Knight. Hier spricht Burnett. Das mit Nets Jungs tut mir leid. Ihr Tod verletzt alle Konventionen zur Behandlung von Gefangenen. Aber es bedeutet auch, dass dieses ganze Blutvergießen umsonst war. Wenigstens kann ich mit den Vorräten, die du mir gebracht hast, viele Leute behandeln. Sie werden keine Möglichkeit haben, dir zu danken. Darum mache ich das. Aber du solltest dich fragen,
ob es das wert war. Ja, jetzt wissen wir es genau. Nordkorea hasst Schwarze. Weil wir alle wissen, Koreaner haben im Durchschnitt einen kleineren. Deswegen dieser Hass. Und der Einzige, der überlebt hat, ist dieser tanzende weiße Mann. Yeah, ich habe überlebt. Geil, cool. Kleiner Penis, kleiner Penis. Ja, feier dich ruhig. Feier dich ruhig, mein Freund. Yeah, kleiner Penis. Okay. Hast genug gefeiert. Sei stolz auf dich. Moment, Munition. Richtig, Munition. Munition gibt's hier drüben. Ich habe kein Geld. Toll. Ich habe immer noch kein Geld. Aber ich kann meine Armbrust umbauen. Passt auf. So. Jetzt habe ich hier eine Donnerbüchse. Aber ich muss sagen, die Standardarmbrust finde ich besser. Schwupps. So sieht das Ding aus. Das kenne ich nur allzu gut. Karte. Ah ja. Nice. Hey, ich bin ja hier beinahe durch. Hier drüben ist noch irgendwas. Ja, gehen wir mal hier hin. Das Diner. Das Diner hole ich mir noch. Meiner Diner. Unser Diner. Aber jetzt haben die hier gar nichts mehr zu melden. Verschwindet aus unserem Land. Genau, immer dolle drauf auf die Autos und auf die Briefkästen. Genau, fick dich, Briefkasten. Was wird hier drüben gemacht? Unschuldige Reifen werden verbrannt. Nun, ich kann ja nicht den ganzen Tag rumstehen und plaudern. Geil, ich hab Schuhe gefunden. Ordentlich so. Eine Gruppe Kämpfer, die von Ned und Brady angeführt wurde, startet einen Gefallen. Wo bin ich denn jetzt? Total die Orientierung verloren. Ah, ich bin fast richtig. Jo, da wollen wir hin. Willows Diner wird voller lebenswichtiger Vorräte sein, die die Bewohner von Earth dringend benötigen. Wenn wir sie den Leuten zukommen lassen könnten, würde das dem Widerstand in dieser Zone etwas Anerkennung verschaffen. Okay, dann nehme ich aber wieder die hier. Weil die Armbrust, die ist fucking gut. Die Donnerbüchse, fucking schwul. Und friedlich nach Hause zurückkehren. Aufstände sind ein Kapitalverbrechen. Tödliche Gewalt wird zum Einsatz kommen. Ein Kapitalverbrechen. Och nee, der hat eine Panzerung. Seid wachsam. Terroristen. Shit. Diesen Distrikt aufhalten. Achtung, Angriffen auf Friedenswächteranlagen wird tödliche Gewalt. Achtung, hier drüben rennt jemand rum. Ah, der ging daneben. Seid wachsam. Terroristen sich in diesem Distrikt aufhalten. Okay, hier drüben rennt noch einer rum. Vorsicht. Achtung, Bürger. Das Anfachen von Protesten ist ein Kapitalverbrechen. Anstifter werden identifiziert. Was denn? Wer denn? Du? Aktuelle Terroristenbedrohungsstufe hoch. Ich muss hier weg. Wow, der ist mega krass. Der ist mega krass. Job Sui! Wo rennst du hin? Hier drüben ist der Krieg. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. Eben nicht. Ich mach den hier. Vandalismus und Unordnung sind strafbare Handlungen. Straftäter werden verhaftet. Irgendwo hier ist noch einer am Leben. Der muss weg. Kumpel, du musst weg. Aber sowas von. Hier war doch noch einer, oder? Hier war keiner? Hätte schwören können, hier war noch einer. Achtung, ziviler Störung wird tödliche Gewalt entgegengesetzt. Achtung, ziviler Störung wird tödliche Gewalt entgegengesetzt. So. Was genau soll ich hier tun? Irgendwas kann ich hier crappen. Warnung, Randalierer werden mit tödlicher Gewalt auseinandergebracht. Unterlassen Sie die illegalen Aktivitäten. Aha. Sollen die Dinger zerstören? Moment, kann ich die abfackeln? Versuchen es mal. Dies ist ein
kehren Sie sofort nach Hause zurück oder Sie werden verhaftet. Da stand doch eben gerade zerstören, oder? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ach, da hinten. Warte, Moment, vielleicht muss ich hier irgendwas mit Bums unten hinsetzen. Warte mal. So. Und jetzt hier einfach nach unten werfen. Okay, nein, das funktioniert so nicht. Zerstöre. Vielleicht der da draußen? Muss der da draußen zerstört werden? Ah, fuck. Habe ich irgendwas, um dem hier irgendwas entgegenzuschleudern? Natürlich nicht. Räumen Sie die Straßen. Protestieren ist ein Verbrechen. Lass mich hier durch. Ich brauche irgendwas. Ich brauche irgendwas. Ich bin mir sicher, jeder, der... Boah, die gehen richtig ab. Oh, sorry. Sorry. Ich wollte auch noch mal reinstechen und nicht dich erstechen. Ich vergesse immer, dass ich Superkräfte habe als Tom Brady. Du kommst mit. Oh, der hat eine Shotgun. What the fuck? Es hat geruckelt. Tot. Ah, dieses Spiel spielt sich so gut. Dieses Spiel spielt sich so mega fucking gut. Zerstöre die Benzintanks. Okay. Zerstöre die... Ich habe doch auf Benzintanks geschossen. Sind wir uns ja einig? Ja, oder? Das Getreide oder was es war? Wenn ich die nur vorbeigehen sehe. Das wollen wir behalten. Gut, verstehe ich. Verstehe ich echt. Ich gehe da noch einmal rein. Ich ruckel mich da noch einmal rein. Moment, ich muss hier drüben hinruckeln. Ich habe keine Materialien. Ich brauche unbedingt Benzin und Loot. So, wir rutschen mal hier rein. Ja, das Rutschen in dem Spiel fühlt sich auch mega merkwürdig an. Boah, ich habe schon wieder 19 Punkte. Crazy shit. Nieder mit dem Briefkasten. Warte mal, hier kann ich hin. Yes, genau das brauche ich. Ach nee, doch gar nichts gemacht. Ach, da oben, die hier. Oh, der ist gepanzert. Jetzt kommen alle wieder. Jetzt wollen alle wieder mitspielen. Gut gemacht. Ich hole mir noch die Basis. Also die Basis, die ist drin. Ich will die haben. Gut. Ich weiß, wie es geht. Ich ruckel mich da rein. Und dann Treibstoff. Ja, hier drüben. Hier ist Treibstoff. Vielleicht ist da oben noch irgendwo Treibstoff. Ach, hier ist noch Treibstoff. Das ist verbunden miteinander. Jetzt sehe ich das. Ich dachte, das wäre ein Gegner da hinten. Aber wie es scheint, die Gegner sind ja scheißegal. Muss man gar nicht machen. Guck, guck. Mann, die Explosion war richtig billig. So. Treibstoff down. Und Medikit. Da freut man sich. Und jetzt den Truck. Jetzt funktioniert's. Scheiße. Schwere Geburt. Sehr, sehr schwere Geburt. Allgemein, heute lief wieder alles Premium. Absolut Premium. Gut. Ja. Die KVA hat eine Menge ihrer Vorräte in Willows Diner gebunkert. Jetzt, wo du ihn gesichert hast, können wir diese Nahrungsvorräte den Bewohnern von Philadelphia zukommen lassen. Ich muss mich bei dir bedanken, Brady. Hey, kein Problem. Gern gemacht.
Hier ist Janice. Mögliche Sichtung Walkers in Off-Blended. Werde mir das mal ansehen. Bin schon dort. Wir überprüfen das. Du willst wohl den ganzen Raum für dich haben, Tom. Es gibt kein Ich im Team und so ein Scheiß. Tony ist dort, also alle Bürger, die Verbrechen ausüben, werden von dieser Einheit angegriffen. Diese Einheit ist autorisiert, Verbrecher mit tödlicher Gewalt zu bestrafen. Okay, diese Leute. Einheit ist nun autorisiert, tödliche Gewalt anzuwenden. Ziemlich laut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht's dann weiter mit der Story. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.